Heute gibt es mal wieder eine Anleitung aus meiner Kerzenwerkstatt. Allerdings auch mit Stempeln. Und zwar zeige ich, wie ich diese Botschaften auf meine Teelichte bekomme und auch, wie ich sie in die Teelichte reinbekomme. Das hebe ich jetzt nicht hoch, aber das zeige ich dir gleich. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Kerzen sind ja immer wieder ein Dauerbrenner. Also bestempelt ist natürlich eine ganz besondere Sache. Da habe ich schon einige Videos gezeigt. Heute zeige ich mal, wie das geht mit diesen Teelichtern, die ich außen so individuell gestalten kann. Und auch, wie ich eine Botschaft in dieses Teelicht hineinbekomme. Du hast schon richtig gehört. Ich schaue mal, ob ich dir das hier vorsichtig hochzeigen kann. Du siehst, im Teelicht leuchtet eine Botschaft. Und wie das geht, das zeige ich. Ich habe letztens auch dieses Set schon gezeigt. Kreativset, süße Liebesgrüße von Stampin' Up. Das verwende ich heute einfach nochmal, weil da finde ich die Kreise so schön und die passen auf meine Kerzen. Also auf meine Teelichte so wunderbar. Ja, womit fangen wir an? Okay, wir fangen damit an. Wenn du das Set kaufst, dann ist in dem Set auch so ein kleiner Spot drin zum Stempeln. Und den nutzen wir gleich mal. Ich zeige dir das. Ich nehme hier diesen Kranz, weil ich nehme mal den anderen Kranz. Und das Schöne an dem Set ist, das sind halt Botschaften, die so genau in meine Teelichter reinpassen. Und da will ich die haben. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gemacht und habe ins Regal gegriffen und auch gleich gefunden, hier all meine Kerzenbotschaften in Kreise gestanzt. Und habe auch eine Idee, wie man es hinbekommt, alles fertig zusammenzubauen und trotzdem zu wissen, was, wo, welche Botschaft, welche Geheimbotschaft wo erscheinen wird. Das ist mir eben eingefallen. Genau, hier ist ein Kranz. Mal kurz gestempelt. Und dann gibt es welchen Gruß. Danke passt natürlich immer. Du für mein Herzblatt und so süß wie du. Okay, Gruß und Kuss. Ja, wir nehmen jetzt, fast so süß wie du, weil das wäre jetzt die Message, die in dem Teelicht dann aufleuchtet, die man vorher nicht sieht. Genau. Stempel ich hier rein. Kleines Herz ist gerade verloren. Mir ist mein Herz verloren gegangen. So, gut. Haben wir. Jetzt nehme ich eine Kreisstanze. Die Sache ist die, es gibt diese Handstanzen im Moment nicht. Ich habe sie aber, deswegen verwende ich sie auch. Ich stanze hier einmal den Kreis aus. Und daneben gleich nochmal. Du wirst sehen, warum, weil ständig gehen mir meine Schablonen verloren. Genau, das zweite ist eine Schablone. Die falte ich mittig. In zwei Richtungen. Dann nehme ich meine Stanz, meine Lochzange heißt das, glaube ich, das Wort. Genau. Es gibt kein Wort, was ich nicht vergessen kann. Okay. Habe mir eine Schablone gestanzt, wo das Loch in der Mitte ist, indem ich zweimal gefaltet habe, auf dem Mittelpunkt das Stanzloch gesetzt habe, lege das hier drauf, stanze das hier rein und dann kommen wir zu den Teelichtern. Da achte ich immer drauf, dass ich diese erwische. Schau. Also ich erwische die fast immer. Das sieht man, wenn man die so anschaut, wenn hier oben eine Lücke ist zwischen dem Docht und dem Wachs von der Kerze. Und dann kann ich das nämlich rausnehmen. Kannst dich erinnern an die Sterne? Können wir später verwenden, genau. Hier kommt meine Scheibe hin. Hier ziehe ich das komplett raus und da, wie gesagt, kommt meine Scheibe drauf. Genau. Fädel ich hier unten ganz klar auf den Docht, dann sitzt das so. Dann kommt das oben drauf, das Ganze wieder rein. Und da wäre meine Idee, wenn ich die mir hinlegen möchte, um sie später wieder zu verwenden und nicht weiß, was für eine Botschaft ist, könnte ich die Botschaft hier unten nochmal reinlegen. Ich könnte sie natürlich auch jedes Mal komplett auseinanderbauen. Oder ich lege mir die Botschaft einfach, wie gesagt, da innen rein. So. Das Licht läuft dann wie folgt. Dieses hier ist auf meinem Arbeitstisch seit knapp 2 Stunden an. Nach etwa 1,5 Stunden spätestens ist das ganze Wachs im Näpfchen flüssig und dann kann man die Botschaft, die auf dem Boden steht, lesen. Und die kann man so lange lesen, bis das Näpfchen runtergebrannt ist. So könnt ihr wunderschöne Geheimbotschaften für eure Freundinnen anfertigen oder für wen ihr auch, für den, den ihr auch immer überraschen wollt. Hier habe ich die ganzen Scheiben schon mal vorgearbeitet. Die sind, wenn du die Stempelsets kennst, wirklich schon bestimmt 5 Jahre bald alt.
Genau, geht also wunderbar mit diesem Set, Kreativset süße Liebesgrüße, weil das so schöne kleine Motive sind. Das ist die eine Idee. So, jetzt habt ihr das Set, habt genau das, könnt das damit machen. Und dann habe ich mal noch überlegt, wie kann ich das Ganze schön verpacken hier drin. So ist das verpackt. Hier in dem Fall habe ich die zweite Variante gezeigt. Ich habe einen Einsatz gebaut. Vielen Dank, dass du mit uns feierst. Also eine schöne Idee für einmal auf den Tisch gestellt. Ich zeige jetzt, wie ich den Einsatz gebaut habe. Ich habe mir das die Grundform ausgemessen. Das waren 5 x 7,5 cm, habe in jede Richtung 2 cm, also habe 2 cm dazugegeben, dass an jeder Seite 1 cm übrig ist. Habe reihum bei einem Zentimeter die Falzlinie angesetzt, die Ecken ausgeschnitten, Loch reingebracht, gestempelt, das Ganze hier reingesetzt und schon ist mein kleines spezielles Goodie aus diesem wunderschönen Kreativset fertig. Wenn du da noch Fragen hast, frag gerne. Ich zeige das auch nochmal, wie ich diese Box gebaut habe, aber es ist eigentlich selbsterklärend. Na, und dann kann ich die verzieren, genauso hier wie die anderen Boxen. Vorne, hinten, ich habe es nicht zugeklebt und nicht das letzte Teil draufgeklebt, weil da muss man bei den kleinen Teilen, die so aussehen wie Siegel, damit, wenn du die aufmachst, dann geht das wieder ab. Das müssen wir uns nochmal ein bisschen neu überlegen. Die anderen Teile würde ich auch auf Kreise setzen und dann aufkleben. Sind natürlich Aufkleber, aber lässt sich einfach schöner entfernen und man kann die Schachtel mehrfach verwenden. Die Schachtel, die ich letztens mal gezeigt habe, die Maritime, die hat auch so einen Einsatz bekommen und auch das geht wunderbar auf die gleiche Weise. Wie gesagt, bei Fragen immer her damit. Wir kümmern uns dann. Es dauert nur manchmal ein bisschen. So, jetzt kommen wir endlich zu der anderen Sache. Du kannst natürlich diese Botschaften oben drauf setzen. Es gibt hier Lichter, da habe ich eine Botschaft drin und oben drauf. Ich habe hier ausprobiert, dadurch, dass man die Botschaft, die man oben drauf setzt, die schmilzt praktisch nach unten. Die liegt dann so auf dem Wachs oben auf. Ich habe extra die Brenntests gemacht, ne? Oben auf. Das Licht leuchtet und das Wachs verbrennt. Und das, was ihr hier oben drauf gestempelt habt, sinkt immer weiter nach unten. Geht also. Braucht ihr nicht die zweite Botschaft. Es sind also eine Idee, entweder so oder die Sache mit den Scheiben. So, hier unten ist die Scheibe. Genau. Bei denen sieht man gleich, worum es geht. Bei den anderen Geheimbotschaft. Okay, so, wie geht das jetzt? Genug gequatscht. Man braucht dafür im besten Fall so eine Wasserschiebefolie. Auch die verlinke ich euch natürlich unbedingt in der Beschreibung. Könnt ihr direkt in den Shop kaufen. Ist kein Produkt von Stampin' Up. Gehört ganz woanders hin. Genau, mehr so Schreibwaren, ne? Ja, gleiches Prinzip, aber jetzt müssen wir anders arbeiten mit dieser Folie. Die hat eine Seite, die ist matt, eine Seite, die ist glänzend. Wir nehmen die glänzende Seite und arbeiten jetzt mit Stays On, weil das ist ein Permanent-Stempelkissen. Das heißt, dort geht nicht wieder ab, wenn es trocken ist. So, und dann nehmen wir hier unseren Kranz. Wir machen nochmal ein bisschen Bussi. Setzen, es riecht übrigens immer so ein bisschen nach Mandel. Setzen das sauber hier rein, man sollte nicht verwackeln, dann verwackelt der Stempel auch. Ihr seht, der drückt sich so, der klebt so ein bisschen, dann zieht er ab, aber dafür sitzt er dann eben auch ordentlich auf dem Papier. Legen wir da hin, nehmen uns noch einen Stempelblock und nehmen jetzt hier die Message. Was haben wir hier? Für mein Herzblatt. Ja klar, das setzen wir da rein. Das machen wir. Mal gucken, ob es passt. Ne? Bussi, bussi für mein Herzblatt. Mitten rein. Wunderprima. Und wir haben es ja. Setzen da noch ein kleiner Block. Hier ist einer. Ein Herz dazu. Das setzen wir hier ganz unten so ein bisschen schräg. Wunderbar. Das ist gigantisch schon wieder. So, das haben wir. Die werden jetzt allesamt einmal auf Schmierpapier abgestempelt. Und dann trocknet ganz schnell ein, wie du siehst. Ich habe einen verloren. Der ist im Papierkorb. Holen wir wieder raus. Damit ist das kein Video für kurz und knackig. Und dann gibt es einen speziellen Stays-On-Reiniger und den reiben wir da oben mit dieser textilen Fläche einmal über unsere Stempel und das Ganze dann auf den nächsten Putzlappen oder auf ein Küchentuch einmal gesäubert. Das sollte man auch bald machen, weil dann kriegen wir die Stempel wieder schön blank. Wenn nicht, müssen wir noch mehr Mittel auftragen, aber das wird ziemlich gut. Wenn ihr das mit diesen Stempeln macht und
dauerhaft Freude haben wollt an euren Stempeln, würde ich euch empfehlen, sie hin und wieder mal in die Spa zu packen, also in die Reinigung, sprich in die, gibt da dieses Sprüh-Stempeln-Nebel heißt der, den Reiniger, den man auch in die Schrubberbox packt. Damit kriegt man seine Stempel dann wunderbar sauber. Aber vorher unbedingt mit diesem Stays-On-Reiniger, weil das kriegt man nicht anders ab. So, dann haben wir das hier. Dann nehme ich mir wieder entweder eine Stanzform, da gibt es gerade welche, für die Stanzmaschine oder eine Handstanze oder das Scherchen, ihr kennt es. Stanze das hier einmal aus. Es muss übrigens eine Weile trocknen, deswegen nehme ich nicht das, was ich eben gestempelt habe. Lege ich hier rüber. Und jetzt kommen wir wieder mit dem Trick mit unserem Kreis. Ich habe mir nochmal einen Kreis gestanzt, gefaltet in zwei Richtungen, in die Mitte das Loch eingebracht und das ist wieder meine Schablone, um hier mittig das Loch aufzubringen. Dann haben wir das und jetzt habt ihr euch vielleicht schon gewundert, warum hier eine Schüssel ist, ob ich jetzt mal Hände waschen will. Ja, kann man immer machen. Da kommt jetzt dieses Element rein. Nehme ich mir meine Kerze. Ziehe das schon mal ab, weil ich kann das besser handhaben, finde ich, wenn ich das abgezogen habe. So, jetzt können wir gespannt sein, ob der Vorführeffekt funktioniert. Dann wird es nicht funktionieren. Aber vorhin ging das, also das ging top. Ich bin gespannt. Ja, ihr seht, dieses Kreativsets, die sind echt. Tja, Goldgruben. Dieses hier hat 20 kleine Verpackungen. Und jetzt seht ihr, was ihr damit alles Tolles machen könnt. Ich mache die hier nochmal auf. Das ist mein Wecker, dass ich gleich Tabletten nehmen muss. So, jetzt nehme ich das hier raus. Ihr habt gesehen, es hat nicht lange gedauert. Es ist eine Schiebefolie, das heißt, ich schiebe das hier runter. Dann suche ich mir das kleine Loch und den Docht und friemel das da so ganz lecker drüber. Und ihr habt gesehen, es hat nicht lange gedauert. Jetzt könnt ihr mit oder ohne Lappen das schön andrücken. Es gibt kleine Blasen, weil es ist ja mit Wasser gearbeitet auf dem Wachs und die können nicht miteinander, ne? Die verbinden sich also nicht, das Wasser und das Wachs. Und dann schiebt ihr euer Motiv so mittig wie möglich, bis ihr glücklich seid, dann berührt ihr es nicht mehr. Ja, und dann habt ihr hier komplett drauf. Und sobald es gut angetrocknet ist, setzt ihr dieses Element hier in euer Teelicht rein, in den Napf. Und das war's. Mehr geht nicht. Und jetzt nochmal was zum Licht und Kerzen und Aufsicht und hasse nicht gesehen. Kerzen lässt man nie ohne Aufsicht brennen, leuchten. Warum? Weil das ist gefährlich. Ich habe es ausprobiert. Es gab nicht das Ding, das gab es früher mal bei, wenn ihr euch erinnert an die Serviettentechnik, da gab es durchaus Kerzen, wenn man da konnte das schon mal abfackeln außen. Ne? So wie ein Docht blieb dann der Wachs oder das Wachs an dieser Serviette hängen und konnte brennen. Das sollte man also sowieso nicht machen, unbeaufsichtigt stehen lassen. Ich habe es hier ausprobiert, es brennt hier seit 3 Stunden. Es hat alles ganz still vor sich hingebrannt. Diese Folie, die man sich ja vorstellen kann, rutscht, wie gesagt, unter die erste Wachsschicht und liegt dann so schön in diesem Näpfchen drinne. Gerade sollte es noch stehen. Und dann könnt ihr wunderbar Kerzen mit Teelichtbotschaften verschenken. Könnt gerne auf die Rückseite noch schreiben, nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. So, das ist meine Idee zum Thema Kerzenstempeln, Teelichte mit Sprüchen und Kerzen. Und Licht mit Sprüchen und Licht. Ne? Okay, das war's, meine Idee. Hier geht's weiter mit noch mehr Ideen. Im Moment gibt es so viele Ideen, ich komme gar nicht nach, alle zu zeigen. Schau einfach, was ich da jeden Tag oder jeden zweiten oder dritten Tag auf meinem YouTube-Kanal für dich bereithalte. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.